bisher größte Sorge meines Lebens. Fürs Leben, würde ich sagen. Real Fishing. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns heute nicht auf einem unserer bayerischen Seen, sondern in Nordnorwegen und zwar auf der Halbinsel bzw. Insel Sommerøy. Sommerøy, ein absolutes Highlight in Nordnorwegen für Großköhler, Großdorsch und Großhalbut. Und ja, wir möchten euch unsere Woche hier in diesem Video ein bisschen näher bringen. Nach Sommerøy sind wir dieses Mal mit dem Flugzeug geflogen, von München aus mit einem kurzen Zwischenstopp in Oslo und dann weiter nach Tromsø. Von Tromsø ging es dann mit dem Taxi für eine weitere Autostunde weiter bis auf die Insel Sommerøy. Die Taxifahrt ist schon ein Highlight für sich, denn sie führt durch die atemberaubende Natur von Nordnorwegen. Und nachdem man dann die große Brücke nach Sommerøy überquert hat, ist man auch schon in der Anlage. Bevor wir jetzt aber mit dem Video so richtig durchstarten, schauen wir uns doch nochmal unsere erste Ausfahrt an, denn die hatte es bereits richtig in sich. Mal wieder bei meiner fröhlichen Ablass-Session und jetzt ist gerade irgendwas reingeknallt, was doch deutlich mehr Bums hat. Also hat jetzt keine richtigen Runs gemacht, aber richtig Kopfschläge. Macht Spaß an der leichten Route, deswegen fische ich echt unglaublich gern so mit den leichteren Pilkrouten, weil dann machen auch Fische, die nicht so ganz riesig sind, echt Bock. Der kommt jetzt dahin dann gleich auch hoch. Da hinten kommt er. Boah, und was für ein Dorsch. Oh, yes. So, da ist er also, mein sicherlich PB-Dorsch. Wir messen ihn gleich nochmal. Macht mich sehr glücklich, direkt am ersten Abend des Trips. Wie gesagt, auf den Curly Tail. Einfach beim Runterlassen 0,0% Eigenleistung, einfach nur runtergefallen. Und ja, ein richtig schöner Klopper, da bin ich doch richtig happy jetzt. Und während wir diesen schönen Dorsch filmten, hatte Melvin seine Rute vorne im Boot in den Rutenhalter gestellt. Und als er sie nach dem Filmen wieder in die Hand nahm und kurz kurbelte, bekam er einen Volleinschlag. Alter! Der hat keinen Bock auf uns. Nicht forcen. Die Bremse ist gut eingestellt so. Da ist genug Schnur drauf, oder? Da ist Schnur drauf, ja. Das ist ein Riesenfisch. Oh Gott, Leute. Also Melvin kämpft wie eine Eins, hat jetzt schon länger keinen Run mehr gemacht, aber echt am Anfang drei fette Runs. Also ich glaube, ich habe noch nie so einen Fisch, also selber noch nie einen Fisch gesehen, der so Schnur genommen hat. Ist das dann deine letzte Farbe? Nee, ich glaube, es kommt um mein ganzes Ding. Okay. Ich bin jetzt mit der Bremse mal viel softer gegangen, gell? Ja, das ist gut, falls er nochmal abzieht. Aber der ist echt, glaube ich, der hat gebissen und ist direkt zum Boden runter. Also er war am Boden, dann hast du ihn hochgeholt, ist er wieder runter. Sollten wir langsam in die letzten Farben kommen. Und der Druck ist immens schwer, aber hat lange keinen Run mehr gemacht. Vielleicht lässt er sich jetzt einfach hochziehen. Ich würde zumindest gern sehen, mit was wir es zu tun haben. Da unten kommt er. Ich glaube ein Butt. Ja, ist ein Butt. Ist ein Butt. Und okay, Bremse ganz locker, Melvin. Ja. Das ist ein Butt. Und was ein Butt, Alter. Alter, der hängt brutal. Okay, Bremse ruhig locker. Der ist noch nicht fertig. Ja. Da ist der Butt. Riesen Oschi. Okay, lass mich schauen, ob ich Schwanzschlinge machen kann. Und zurück zum Meeresboden. Landeversuch schief gegangen. Ich hab seinen Schwanz, ich wollte ihn schwanzschlingen, weil ich nicht weiß, ob wir ihn wirklich mitnehmen wollen. Und zum Glück haben wir ihn auch nicht gegafft, weil der war, der ist jetzt wieder weg. Also ich schätze ihn auf sicherlich über 1,20 Meter. Der hängt Bombe, Leute. Also außer es gibt jetzt irgendein Teil nach, glaube ich, kriegen wir diesen Fisch. Ich habe die Schwanzschlinge leider nicht rumbekommen.
weil der den Schwanz zu tief unten hatte. Und jetzt, der ist jetzt am Boden gleich. Ja gut, 83 Meter Wassertiefe, der kann er ziehen. Drillen wir weiter. Da haben sie gerade ein bisschen zugemacht, oder? Das ist komplett zu. Ja. Und dann geht's wieder von vorne los. Yeah. So, ich habe jetzt hier mal kurz ein Behelf Flying Guff aus unserer Dingschnur und so einem den größten Drilling, den ich an Bord habe, gemacht. Rüber. Das Vieh ist einfach noch nicht landungsbereit, beziehungsweise mit den falschen Landungsmitteln, die wir ganz klar haben, auch schwer zu landen. Melvin pumpt ihn jetzt wieder hoch. Ich hoffe, er ist jetzt dann bald echt fertig. Nicht nachlassen, Melvin. Konzentration oben halten. Da ist auch mein erster Heilbutt auf der Crazy Daisy in der lilanen Farbe. Wir haben so ungefähr 47 Minuten gedrillt. So lange hat zumindest die GoPro aufgenommen. Mordsvieh. Gewogen haben wir ihn jetzt nicht, aber er ist eindeutig extrem schwer zu halten. Das Maßband geht nur bis 1,40 und wir schätzen so grob 1,45 hat er. Ja, auf alle Fälle ein Fisch fürs Leben, würde ich sagen. Also da ist der Volksköder, 400 Gramm Crazy Daisy heißt in so einer lilanen Farbe. Mit dem Curly Tail, der wäre einfach nie abgegangen, der hing so bombenfest im Maul drin. Wir haben versucht gerade ihn rauszukriegen, das hat ewig gedauert. Wenn, dann wäre doch Kleinteilversagen abgegangen, der hing so bombenfest. Das wäre, da hätte man noch ein paar Mal drillen können zur Not. Ja, also die wahrscheinlich beste erste Ausfahrt, die wir uns hätten denken können. Der erste Heilbutt für uns hier als Team Real Fishing und dann gleich ein richtig fettes Teil. 1,45, 40 Kilo. Wir mussten ihn leider mitnehmen. Ich hatte ja, wie ihr gesehen habt, ursprünglich den Plan, ihn mit der Schwanzschlinge zu sichern, weil er doch recht groß war. Aber als wir ihn dann hier im Boot hatten, haben wir auch festgestellt, dass der Haken wirklich durchs Auge durchgegangen war und wir hätten ihn wahrscheinlich eh nicht releasen können. Ja, wir wollten die Chance hier nutzen, wo es jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist und wir hier eine sehr schöne Abendstimmung um ca. 1 Uhr nachts haben und euch kurz ein bisschen erklären, wie wir hier auf Heilbutt angeln. Wir fischen mit 4 Ruten auf Heilbutt, 2 passiven und 2 aktiven. Das kommt natürlich immer ein bisschen auf die Bedingungen drauf an. Wenn ihr jetzt viel Strömung habt, wenn ihr viel Trubel an Bord habt, dann fischt lieber mit 2. Genau, unsere beiden toten Routen sind die jeweils schweren Bootsrouten von uns, also unsere 30 Pfund Routen, jeweils mit einem toten Seelachs drauf aktuell. Ihr könntet da natürlich auch einen Lump drauf hängen oder einen Dorsch, je nachdem was ihr wollt. Die haben wir ungefähr 10 bis 20 Meter über Grund gekurbelt. Zum einen, dass wir am Lump vorbeikommen und zum anderen, dass wir natürlich wenig Hänger haben und ein Raum der Heilbutt ist immer in den höheren Wassersäulen unterwegs. Die beiden aktiven Routen sind jetzt in dem Fall hier unsere Pilkrouten, unsere leichten, also bis 200 Gramm circa Wurfgewicht mit einer 4000 bis 6000er Stationärrolle. Und da fischen wir jetzt mit Gummifischen drauf, eben mit 180 Gramm, 200 Gramm Gummifischen so circa. Einfach mit was man am Boden kommt. Zum Führungsstil kann man hier noch ein bisschen was sagen. Ihr lasst zum Boden runter und da hilft eben wieder eine mehrfarbige Schnur. Und dann kurbelt ihr so 2, 3, 4, 5 Kurbelumdrehungen, je nachdem was für eine Übersetzung eure Rolle hat.
und haltet ungefähr 5 bis 20 Sekunden den Köder. Genauere Plätze, wo wir vor Sommerreu auf Halbut geangelt haben, werden wir euch dann im Einzelvideo zum Halbutangeln bringen. Generell lässt sich sagen, dass wir die Butz zwischen 30 und 60 Meter gefangen haben und sie vor allem bei ablaufendem Wasser sehr gut gebissen haben. Im Einzelvideo werden wir euch dann auch noch unseren zweiten großen Halbut des Trips präsentieren können. Der war für uns sogar der Abschluss des Trips, hat leider aber in diesem Video keinen Platz mehr gehabt. So, bevor wir heute rausfahren, müssen wir noch eine Sache machen. Das ist eigentlich ganz normal, und zwar, dass wir uns noch austragen. Das ist natürlich einfach eine smarte Lösung, wie der Anlagenbesitzer auch kontrollieren kann, dass, oder wo wir sind und wann wir wieder raus sind. Es ist jetzt 9.30 Uhr und wir sind mit zwei Personen draußen. Und ja, so kann man eben sicherstellen, dass wenn wir mal zu lange draußen sein sollten und woran es liegt, ja, dann kann er uns einfach anrufen. Ja, was ich euch noch vorstellen wollte, was ich euch noch nicht vorgestellt habe, ist unser Boot, das wir hier mit der Kingfisher-Anlage zusammen haben. Das sind 19 Fuß Caverno, irgendwie sowas in die Himmelsrichtung Boote, 19 Fuß Aluboote, das ist das Essentielle, mit einem 50 PS Außenborder. Und ja, sind auf jeden Fall toughere Boote als so manche mittelnorwegische Boote, die man da in den Anlagen dabei hat. Aber die braucht man hier auch, weil man fährt hier natürlich schon auch Offshore, und der 50 PS Motor tut da einen sehr guten Job. Und Kartenplotter und Echolot ist natürlich mit dabei. Wir haben was dran beim Speedjiggen, beim Runterlassen. Ich war gerade schon so, oh, ich bin irgendwo in den Boden reingefahren. Boah, das ist richtig schwer. Gerade zu Melvin so, hier sieht's gut aus. Und hier sieht's in der Tat sehr gut aus. Beim Runterlassen, da ist nämlich, glaube ich, auch was dran, und das ist richtig schwer. Ich dachte erst, es ist ein Hänger, ungelogen. Ich tippe auf einen großen Dorsch, aber ich hoffe auf einen großen Seelachs. Melvin, du musst im Zweifel hier die Rute nehmen. Soll ich? Ja. Okay. Ja. Oh ja. Eventuell haben wir die großen Seelachse. Oh ja. Da sind sie. Geile Sch. Yes. Deiner ist schon auf Gummi. Ich habe fast das Gefühl, dass deiner noch größer ist als meiner. Das war der Drop, Melvin. Viel Zeit im Zufressen. Tja, wenn das nicht der Schwarm war. Hoi, der neue. Leck! Was ein Kalb, Alter! Der hat 1,30. Hinter dir ist auch der Greif, was ist?
Alter. Sein Kopf ist halt viel größer als deiner. Petri war das, richtig krass Petri. Ich hoffe, dass meine GoPro aufgenommen hat. Und Melvin wird von der gleichen Kategorie sein. Meiner auf dem Speedjig hing richtig, richtig gefährlich. Melvin ist auf dem Gummi. Ich denke, der wird besser hängen. Das sind richtige Kälber, die wir da... Da haben wir in den Kalbschwarm reingelassen. Da sind wir in den Kalbschwarm gefahren. Der sogenannte Kalbschwarm, ja. Oh ja, ähnlich. Oh, der ist komplett weg. Oh, der ist komplett weg. So Leute, 1,40 Meter Dorsch. Ich pack's überhaupt gar nicht mehr. Auf den Speedjig beim Runterlassen, Volleinschlag. Und dann noch bei Melvin. Das ist der größte Dorsch meines Lebens. Einer der größten Fische. Ich weiß nicht, was der haben wird. Denke auf jeden Fall 20 Kilo plus. Wahrscheinlich sogar mehr. Ja, ein Monstrum. Da ist mein Dorsch, 1,14 Meter auf den Crazy Daisy in der Dorschfarbe. Hat einen guten Drill gegeben auf der toten Route. Und gut, schwer ist er auch. Wiegen tun wir ihn gleich nochmal. Petri Melvin, zwei Mega-Dorsch im Doppeldrill. Wahnsinn. So Leute, das war wohl der krasseste Moment bis auf den Halbwut dieses Trips. Auf einmal fahren wir hier bei wenig Drift nochmal an die 7. Wollen eben hier nochmal ein bisschen gucken, wie der Platz so ist. Driften gerade so auf 90 Meter rum, so gut wie gar nichts. Ich fahre uns noch mal raus, sag so, oh, da ist was am Boden. Lass runter, beim Ablassen werde ich gestoppt. Richtig fettes Ding, ich dachte, es ist ein Seelachs von den Fluchten her. Gut, ein Seelachs würde wahrscheinlich noch mehr ziehen. Nebenbei noch die tote Rute draußen. Und die tote Rute wird auch weggeklatscht. Wir fahren jetzt noch mal drüber. Und 400 Gramm Crazy Daisy kommt jetzt drauf. Ein Köder, der hoffentlich auch da noch selektieren sollte. Und der kommt natürlich auf die schwere Pilkrute. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch was rauszaubern können. So, der letzte Fisch für diese Ausfahrt, danach werden wir reinfahren, ist dran, wieder auf Crazy Daisy. Wie gesagt, beim Gummifisch wichtig ist erstmal, dass ihr ihn fressen lasst. Und wenn er dann sich drauflegt, dann kurz anschlagen und dann einkurbeln. Rücken tut auf jeden Fall schon gut weh, aber das ist der beste Schmerz, den man haben kann. Langsam aber sie hier gehen Ende. Dann würde jetzt gleich kommen. Ich glaube nach Weiß. Ne, Weiß ist ja sogar meine letzte Farbe. Da unten kippt er auch. Ah, noch mal ein schöner. Beim Dorsch geht der Kiemengriff echt super. Dann haben wir ihn. Yes! Und ihr müsst euch auch über Angstdrilling oder so einen Schmarrn keine Gedanken machen. Wenn ihr da im Schwarm drinnen steht, die speisen nicht spitz, die hauen die Dinger weg. Lieber einen Einzelhaken aus, ihr wollt mitnehmen, dann macht ein Drilling drauf. Aber zum Release einen Einzelhaken fischen. Ja, ich möchte mir kurz den Moment nehmen, wo wir hier die Drift ansetzen und kurz ein bisschen was dazu erzählen, wie wir uns unsere Spots erarbeiten und ja, nach Fisch suchen. Also zum Fisch suchen fischen wir meistens mit kleineren Pilkern oder hier in dem Fall mit Speedjigs, weil wir jetzt gerade ein bisschen auf Seelachs suchen wollen. Die Idee ist, wir fangen jetzt kleinere Seelachse mit einem Speedjig oder mit einem Pilk oder was auch immer und dann hängen wir die fetten Gummis dran, sodass wir praktisch erstmal lokalisieren, wo der Fisch ist und dann den Großfisch gezielt beangeln. Wie gesagt, wenn ihr mit so Reiseveranstaltungen wie wir jetzt mit Kingfisher reist, dann kriegt ihr meistens eine Karte mit ein paar Nummern drauf und die können wir dann anfahren. So ein Platz ist natürlich aber dann nicht da, wo genau der Punkt ist,
sondern ihr müsst ihr ein bisschen beangeln. Den Halbut, den ihr zum Beispiel schon gesehen habt, den haben wir auch nicht direkt auf der Markierung gefangen, sondern den haben wir vielleicht 100, 200 Meter weiter oben gefangen. Man muss sich so einen Platz dann auch erarbeiten, man muss dann auch mal ein bisschen ja, damit okay sein, dass man nichts fängt. Wir haben jetzt die erste Drift angesetzt an dem neuen Platz hier. Schauen jetzt mal auf dem Echolot, ob wir es finden, schauen, ob wir vielleicht schon mal ein paar Bisse kriegen. Wenn wir sie dann gefunden haben, dann können wir die gleiche Drift, seht ihr dann auch auf dem Plotter, immer wieder ansetzen. So, haben die großen Seelachse oder aber hoffentlich die großen Seelachse gefunden. Ich hatte gerade einen Biss auf dem Speedjig, der gleich gut ab ist. Und Melvin hatte auch einen, der gleich ein paar Mal in Bremse ist. Das ist Seelachs, Melvin. Wie tief hat er ungefähr gebissen beim Durchkuppeln? Wurdest du ein paar Mal angenatzt, gell? So tief unten angenatzt. Dann so, keine Ahnung, 30, 40 Meter vom Grund. Ich war auch so bei 50 Metern ungefähr, hatte ich den Biss. Yes! Und diesmal auf Gummifisch. Einfach durchgeleiert in orangener Farbe mit 150 Gramm Kopf. Jetzt kommt er gleich hoch. Und zwar ist er da unten. Und was bist du? Du bist ein Seelachs, wie erwartet. Und zwar kein schlechter, der beste Seelachs des Trips bis jetzt, 100 Pro. Typisch Seelachs, wieder komplett random gehakt. Da war ihn, einen schönen Seelachs auf einem Gummifisch. Ziemlich tief gebissen, hat jetzt aber einen schönen Drill gegeben. Und dann darf er wieder schwimmen. Dieser tolle Seelachs von ca. 85 cm sollte für unser Boot der größte der Woche bleiben. Einige Mitangler aus dem Camp konnten allerdings Seelachse bis zu 1 Meter Länge fangen, hauptsächlich als Beifang beim Dorschangeln auf den Plätzen 3 und 7. Die großen Seelachse von 1,10 Meter, 1,20 Meter plus wurden in dieser Woche also nicht gefunden, wer weiß, ob sie schon da waren. Dennoch sollten wir noch einige schöne Seelachse fangen können. Eine Sache, die euch wahrscheinlich noch interessiert ist, wo tankt man das Boot? Eine lästige Pflicht, die aber natürlich leider erledigt werden muss. Das kann man hier direkt am Hafen machen. Da hinten ist die Anlage. Da habt ihr einen Bootsanlegesteg. Und hier hinten habt ihr die Tankstelle. Und da wird EC-Karte und Kreditkarte genommen. Und keine 50 Meter von der Tankstelle entfernt, findet man den Supermarkt von Sommerøy. Ja, eine weitere Fischart, die ihr hier von Nordnorwegen natürlich findet, ist der Steinbeißer. Deswegen wollen wir es jetzt mal auf Steinbeißer probieren mit dem ganz traditionellen klassischen Steinbeißerklopfer bzw. Seewolfklopfer mit so zwei Lumpfetzen dran. Wie gesagt, Lump gibt es hier zum Schweinefüttern. Sind jetzt hier gerade an so einer relativ steil abfallenden Kante, fahren jetzt hier gerade so 40, 50 Meter. Das ist für mich immer eine Fischart, die ich gerne beangle, wenn jetzt zum Beispiel der Dorsch oder der Seelachs nicht mehr frisst oder wir ihn nicht mehr finden, wie es gerade der Fall ist. Und deswegen schön am Boden runterlassen und dann einfach gediegen abklopfen. Da kommt was. Das sieht mir gut aus. Das sieht mir super gut aus. Das ist nämlich einer. Yes, da hat's funktioniert. Geil. Melvins erster Steinbeißer. Hier ist einer unserer Steinbeißer auf einen Steinbeißerklopfer mit zwei Lumpfetzen vorne dran. Hat jetzt nicht groß gekämpft, aber ist trotzdem ein schöner Fisch. Hat Spaß gemacht. Ja, in Sommerøy ist es natürlich wie in jedem anderen Gebiet auch, dass man mal Tage hat, wo es mehr Wind gibt. Es ist allerdings ein Gebiet, wo auch mit mehr Wind das Angeln noch möglich ist und man keine Ausfalltage hat. Wie ihr ja schon gesehen habt, waren wir auch schon bei ungefähr 6 Meter pro Sekunde, also 4 Windstärken draußen. Das war durchaus sportlich, vor allem von den Wellen her.
Heute hat es allerdings 8 Meter pro Sekunde, also geht schon fast auf Windstärke 5 zu. Wir werden aber trotzdem rausfahren, aber wir können natürlich nicht offshore fahren oder auf die freien Plätze, sondern wir müssen uns ein bisschen Landschutz suchen. Aktuell kommt der Wind relativ straight aus dem Norden. Es gibt hier eben diese Inselkette, die uns da ein bisschen Deckung gibt. Und der Wind soll später Richtung Osten drehen. Da werden wir dann noch besser geschützt. Wir fahren jetzt mal ein bisschen raus an Platz Nummer 16 auf der Kingfisher-Karte. Und dabei möchten wir euch jetzt mal mitnehmen. Ablegen auf dem Boden hatte ich gerade schon einen Filbis und der ist jetzt hinterhergekommen. Mal schauen, was es ist. Ist natürlich jetzt auch gut Druck drauf, weil wir driften fast mit 3 km/h. Mit einem Knoten driften wir gerade. Naja, 2 km/h. Habe eigentlich ziemlich Probleme, den Boden zu halten. Aber hat dennoch funktioniert. Mal schauen, was es ist. Fühlt sich jetzt gerade nicht so nach Steinbeißer an. Ja, vielleicht doch. Und es ist ein kleiner Steinbeißer, jawohl. So, ihr seht, ich habe einen riesen Respekt vor den Jungs. Ein bisschen kleiner als der, den wir gestern noch mitgenommen haben. Vielleicht so 50 cm, aber Zielfisch erlangt, macht mich sehr glücklich. Wenn euch das Seewolfangeln für Sommer interessiert und ihr noch mehr Tipps zu Technik und Plätzen haben möchtet, schaut euch unser Einzelvideo an, das wir zu dieser Fischart gemacht haben. Und wenn es dann in Sommerreu dann doch mal nicht an Wind oder Welle scheitert, sondern daran, dass von beiden zu wenig vorhanden ist, können wir euch noch empfehlen, auf eine weitere Fischart zu angeln. Und zwar den Rotbarsch. Ob das wohl ein Rotbarsch ist? Ja, jetzt schon schön. Wahrscheinlich stehen wir erstmal wieder in Lumphausen. Aber du hattest auf 80 Meter drunten und wir waren auf 120 Meter. Also. Aber das ist ein Rotbarsch und kein schlechter. Schöner Fisch. Schöner Rotbarsch, wow. Da haben wir einen Rotbarsch gefangen. Erstes Mal. Mega hübscher Fisch. Lustiger Drill auf alle Fälle. Ja, so wo es jetzt mit dem Rotbarschangeln auch geklappt hat, können wir das ja vielleicht nochmal kurz erklären, wie wir das machen. Wir haben hier einfach so ein vorgefertigtes Rotbarsch-System. Das ist jetzt das hier von Success, wo wir einfach von dem kleinen Seelachs, den wir vorhin gefangen hatten, die Stückchen drauf tun. Natürlich immer mit Haut. Fischen jetzt praktisch so ein 6-Haken-System. Das 6-Haken-System ist ja, sage ich mal, sehr ähnlich wie beim Renkenangeln. Fischen wir nicht, weil wir 6 Fische auf einmal fangen wollen, sondern wir fischen mit 6 Haken, weil wir da eine Vorfachlänge von knapp 3-4 Metern haben und somit praktisch sehr gut absuchen können, wo die Rotbarsche stehen. Also wir fischen nicht auf entweder 80 Metern oder 90 Metern, sondern wir fischen 80 bis 90 Meter, blöd gesagt. Das lassen wir jetzt einfach nochmal runter. Wir haben jetzt nochmal die Drift neu angesetzt. 500 Gramm Blei, damit wir auch gescheit runterkommen. Und dann enheade ich das kurz, rigge es und dann geht's los. Und beim Runterlassen, ich habe gerade hochgekurbelt, um die Montage so auf 190, 100 Meter zu bringen, über 120 Meter Wassertiefe, hat jetzt gerade was gebissen. Also ich weiß nicht, wie viel Gewicht bei dir gerade drauf war, aber irgendwie ist das ein bisschen viel Gewicht für einen Rotbarsch, glaube ich. Melvin hat auch einen Biss.
da haben wir ihn also. Den zweiten Rotbarsch, meinen ersten Rotbarsch. Super spitze Stacheln, deswegen fasse ich ihn im Maul wie einen richtigen Barsch auch. Richtig schöner Fisch. Weiß jetzt noch nicht, ob das ein großer ist. Ich glaube, es ist noch kein großer, aber ich glaube, es ist jetzt auch kein ganz kleiner. Schwarm haben wir also auf jeden Fall wieder gut lokalisiert. Jetzt fahre ich uns gleich nochmal drüber. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar fangen können. Vielleicht ganz kurz noch was zum Spot zum Rotbarschangeln. Wir haben hier ein Plateau, was ungefähr so 80 Meter hat und haben hier 114, 120, 130 Meter. Und ihr seht unsere Drift hier. Hier sind wir lang gedriftet und man sieht dann immer auf dem Echolot, sobald es 110, 120 Meter hat, zumindest Fisch unten. Ob das jetzt die Rotbarsche sind, weiß ich nicht, aber da driften wir eben lang und jetzt lassen wir nochmal runter und fahren dann immer wieder hier hoch und runter. Jetzt hatten wir gerade Bisse, aber ich glaube, es ist abgegangen. Nee, ist. Ja, ja, ist noch dran. Diesmal sehe ich sie auch nicht auf dem Echolot, aber soll mich nicht beschweren. Naja. Jo, es ist ein Rothaar. Nice. So, und da haben wir den dritten Rotbarsch des Tages. Wieder so auf 80, 90 Meter gebissen. Hier auf Platz Nummer 3. Wahnsinnsfarbe, die Jungs. Ja, also das Angeln auf Rotbarsch hat sicherlich so mal seinen Reiz. Nehmt euch halt so ein Multihaken-System mit, ein schweres 500 Gramm, leider tut es wahrscheinlich auch ein Pilker, ein schwerer, und lasst es mal runter mit ein paar Seelachsfetzen und ja, macht ganz, ganz viel Spaß. Die relativ neu errichtete Anlage in Sommerreu besteht aus einem großen Apartmenthaus mit 6 Apartments und einer weiteren Wohnung überm Filetierhaus. Unsere Unterkunft für die Woche war in dem großen Apartmenthaus. Zu zweit hatten wir in der Wohnung ausreichend Platz, dennoch sollten auch 4 Angler hier gut zurechtkommen. Die Apartments bestehen aus 2 Schlafzimmern mit bis zu 2 Einzelbetten, einem geräumigen Bad mit Dusche, WC und Waschbecken, einer gemütlichen Lounge Area mit Couch, Sesseln und Flatscreen TV und aus einer modern eingerichteten Küche mit Ofen, Kaffeemaschine und allem, was man sonst so braucht. Das Beste an den Häusern ist aber wohl die Aussicht von der Terrasse. In der kompletten Anlage habt ihr übrigens kostenfreien Zugriff auf sehr gutes WLAN. Das saubere Filetierhaus ist recht geräumig. Wir hatten lediglich einmal den Fall, wo wir auf einen Platz warten mussten, als alle Angelgruppen gleichzeitig in den Hafen kamen. Direkt im Filetierhaus selber ist ein großer begehbarer Gefrierer, in dem ihr eure Kühltruhen unterbringen könnt, sodass diese gut durchfrieren. Direkt ans Filetierhaus angrenzend ist eine Garage, die beheizt ist, wo man sich austragen kann, wie ihr schon gesehen habt, wo man seine Fänge über ein Tablet in das Fangsystem eintragen kann und wo man seine Anzüge zum Trocknen aufhängen kann. Aus Platzgründen haben wir unsere Anzüge immer eine Garage weiter aufgehangen. Diese ist ebenfalls beheizt und ermöglicht es den Anzügen so, in der angelnfreien Zeit zumindest etwas zu trocknen. Wir haben jetzt das erste Mal in diesen 7 Tagen, wo wir hier sind, Regen. Wir hatten perfektes Traumwetter. Das war wirklich der Hammer, da kann man sich nicht beschweren. Also wettertechnisch alles ideal. Der Wind war natürlich hin und wieder mal ein bisschen stärker, aber auch da haben wir uns gut drauf angepasst. Wir haben extrem gut für unsere Verhältnisse gefangen. Melvin hat die großen Heilboote brutal auseinandergenommen. Wir haben super Dorsche gefangen. Der größte mit 1,40 bedeutet für mich wahrscheinlich, dass ich in meinem Leben jetzt erstmal nicht mehr auf Dorsch angeln muss, weil größer wird es wahrscheinlich nicht. Haben aber auch noch viele um die 1,10, 1,15 gefangen. So viele, dass wir gar nicht mehr zählen können. Also hätte ich nie gedacht, dass ich das irgendwann mal sage. Der einzige kleine Wermutstropfen ist, dass wir die großen Seelachse nicht gefunden haben. Der größte war, denke ich, so bei ungefähr 85 cm. Aber man kann nicht alles haben. Wir haben natürlich auch viel Zeit ins Highboot-Angeln investiert, was sich zum Glück dann ausgezahlt hat. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video zu unserem Angelurlaub hier in Sommerreu gefallen hat. Es ist ein absolutes Ausnahmerevier. Ihr habt halbwegs normale Anfahrtswege, seid schnell offshore. Wenn es mal nicht so gut läuft, habt ihr auch gesehen, was man machen kann. Steinbeißer, im Windschatten angeln. Also die Möglichkeiten sind echt unbegrenzt. Aber ob man dann 7 Tage Sonne hat, wenn man hier oben ist, das können wir euch natürlich nicht sagen. Es werden jetzt noch ein paar Videos aus Sommerreu kommen. Wir werden jetzt nämlich noch einzelne Zierfisch-Videos machen, nämlich zu Heilbutt, Dorsch und Steinbeißer. Und ein einfach erklärt kommt auch noch. Also es kommt noch einiges an Content aus Sommerreu. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, abonniert uns hier, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keinen der Uploads. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Servus.